Der Trailer zum in 2015 erschienenen Gameplay-Pack Wellness-Tag ist wie alle anderen Sims-Trailer auch auf Hochglanz poliert und entspricht nicht in allen Punkten der Realität. Lasst uns deshalb jetzt mit der ehrlichen Version des Trailers loslegen. Verwöhne deine Sims mit Wellness-Tag. Statt die 20 Euro für das Pack auszugeben, könnte man sich zwar auch in echt eine halbe Stunde den maroden und vom zu viel Sims-Spielen beanspruchten Rücken durchkneten lassen, aber so funktionieren wir Sims-Spieler einfach. Zugegeben, die Animation und das Sounddesign des Packs sind wirklich entspannt und lassen mich beim Einsprechen dieses Voice-Overs beinahe in einen Trance-ähnlichen Zustand abdriften. Das seichte Gameplay dieses Packs bausche ich aber in bekannter Trailer-Manier mit blumigen Wörtern zu mehr auf, als eigentlich enthalten ist. Wenn man sich nicht einmal den ganzen Tag im Wellness-Center austoben würde und das Pack dann für die nächsten Monate ignoriert, wäre alles doch direkt viel schöner. Natürlich muss ich auch passend zum Thema in dieser etwas zu entspannten Stimmlage sprechen, damit ihr Spieler auch wirklich versteht, um was es geht. Witze mit Körpergasen sind doch einfach immer witzig, der musste einfach sein. Dieses Pack konnte vermutlich nicht unsere Verkaufszahlen und Erwartungen erfüllen, weshalb wir bei EA uns etwas ganz Pfiffiges und Spielerfreundliches ausgedacht haben. Das Pack Refresh. Wir wissen, dass ihr die neuen kleinen Gameplay-Funktionen wie Fingernägel und neuen Bestreben mochtet, aber da durch den Re-Release nicht die Verkaufszahlen gesteigert werden konnten, wird es das nicht nochmal geben. EA will mich aber nur für insgesamt 226 eingesprochene Wörter bezahlen, deswegen ist dieser Trailer aber auch jetzt zu Ende. Ich muss sagen, auch wenn dieses Pack wirklich nicht mein Lieblingspack für Sims 4 darstellt, empfinde ich bei diesem starke Nostalgie. Wie findet ihr Wellness-Tag und meinen ehrlichen Trailer? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.